Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFT Live Trading TV. Heute 6. September, Nachmittag nach 16 Uhr. Der US-Handel floriert schon kräftig und dies auch nach starken Bewegungen, wie wir dies hier beim Euro-US-Dollar just sehen, aktuell wieder auf neuem Tageshoch. Wir schauen mal hier links im Stundenchart die entsprechende Kerze. Schauen Sie sich das Gerät mal an. Ja, News gab es und die waren denkbar schlecht für den US-Dollar. Alles unter den Erwartungen sozusagen. Wir gehen mal hier in die Terminübersicht und sehen, dass hier 16 Uhr diverse Meldungen kamen. Insbesondere auch der Einkaufsmanager-Index lag deutlich unter den Erwartungen. Und das ist natürlich ein Bias, der für den Dollar schlecht ist. Und wie sich das auswirkt, sehen wir hier beim Währungspaar, beim Major-Top-Währungspaar Euro-US-Dollar, der sich hier entsprechend gute 94 Pips bislang hochschraubt. Dazu zeige ich Ihnen mal den MetaTrader. Was passiert, wenn Euro-US-Dollar in der Regel steigt, also anzieht, der DAX fällt? Wir sehen hier links den DAX, der sich hier aufmachte, über 10.700 Punkte eigentlich zu etablieren, hier im 5-Minuten-Chart. Ja, letztlich jetzt krass gefallen und genau das Spiegelbild hier im 5-Minuten-Chart Euro-US-Dollar. Stark gestiegen und wir sehen hier aktuell, ich hoffe, Sie können es relativ gut erkennen, 94 Pips sind bislang zurückgelegt worden. Im Schnitt haben wir hier mit Werten um 60 zu kämpfen, also wir sind heute deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Ziel hier rein von der durchschnittlichen Range und da haben wir es ja zuletzt mit mangelnder Volatilität zu tun, mit rückläufigen Schwankungsintensitäten. Wäre es hier eigentlich nur bis 1,1198 rund gegangen oder hätte gehen sollen, auch hier Retrace. Ja, Resistance Level 3 anhand des Pivotpunktes nach Fibonacci-Berechnungen. Also hier oben wäre theoretisch Schluss gewesen, aber nein, Sie sehen, der Preis schiebt sich nach oben. Jetzt haben wir hier direkt nochmal 102 Pips. Jetzt gab es nochmal einen kleinen nächsten Spike. Wir sehen auch hier vorausliegend das Vorwochenhoch. Das sieht ganz spannend aus. Also hier haben wir unmittelbar vorausliegend ja, den nächsten Ziel oder das nächste Ziellevel und alles sehr, sehr bullisch gerade hier und Euro-US-Dollar insofern in Topform profitiert von den schwachen US-Daten. Und wenn wir uns das jetzt mal im Tageschart anschauen, dann wird deutlich, dass wir hier mit dieser ja, beeindruckenden Tageskerze hier ein Stück weit die Unterstützung, die sich hier schon während der letzten Tage in der letzten Woche andeutete, um 1,1150, wenn wir uns hier rausscrollen, das ist ein Level, das führte auch hier im März zum Beispiel, hier mit einem kleinen Spike drunter im Mai. Dann Durchbruch hier, eine Art Pullback im Juli. Also die Marke von 1,1150 ist nicht von ungefähr und dieses Level hat jetzt hier tatsächlich auch dem Euro-US-Dollar geholfen, inklusive der News, die natürlich jetzt hier das Ganze noch befeuerten, nach oben aufzudrehen und das sieht per se jetzt mal nicht so schlecht aus. Ist das jetzt natürlich ein Grund hier groß zu feiern? Das bleibt mal abzuwarten. Wir hatten heute Morgen im JFD-Devisenradar schon das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar übrigens gecovert, welches sich hier nahezu punktuell an das Tageshoch oder an in Richtung des Tageshochs arbeitete. Und wir sehen aber hier, je nachdem, wo man die Trendlinie anlegt, einen intakten Abwärtstrend noch. Auch wenn man das hier nach markttechnischen Gesichtspunkten analysieren will, sind wir hier in einer großen Range. Wir sehen hier diese Brexit-Kerze. Das ist im Prinzip derzeit trotz des Abpralls um dem Level von 1,1150 herum noch nicht wirklich eine absolute Klarheit. Die, die den Euro-US-Dollar länger beobachten, wissen, dass das eigentliche Key-Level hier oben 1,14, 1,1450 ist. Da muss er raus. Da würde sich dann hier wirklich Folgekraft, Folgeschub nach oben entwickeln. Andererseits auf der Unterseite die Marke von 1,10, ganz wichtig, 1,085 Grad auf Big Picture Gesichtspunkten, dann das nächste. Dennoch, mit den heutigen Daten und wir müssen abwarten, was am Donnerstag die EZB natürlich hier noch beilegt. Das, meine lieben Zuschauer, könnte am Donnerstag nochmal eine große Überraschung werden. Ob der Euro-US-Dollar dann hier tatsächlich die Kraft hat, diese heutigen Impulse fortzusetzen, muss sich dann erstmal zeigen. Wenn die EZB hier weiter die Schleusen öffnet, dann dürfte das eher negativ aufgenommen werden für den Euro-US-Dollar. Was, wenn wir uns den Chart hier betrachten und die Range seit der Brexit-Bewegung mit dieser Unterstützung bei 1,10, also knapp unter 1,10, könnte sich hier das Tauziehen beim Euro-US-Dollar tatsächlich noch ein Stück weit fortsetzen. Das müssen wir hier ein Stück weit unterstellen, dass ja noch nicht aller Tage Abend ist. Grundsätzlich aber mit dem heutigen Impuls sieht stark aus. Morgen vielleicht ein kleiner Dip, um das mal konkret zu machen, dann hier in Richtung 1,13. Warum denn auch nicht? Aber es scheint hier meines Erachtens gerade zum EZB-Event, die Strecken mal ein bisschen enger machen, hier dann doch auch wieder gen Süden gehen zu können. Also richtig überzeugt mich der heutige jetzige Impuls nicht, ob das hier reicht, wirklich aufzudrehen. Ich
erwarte hier mehr so ein Gerange weiter und das dürfte hier durchaus noch ein Stück weit zäh alle Marktteilnehmer in Wallung halten. Es ist wie gesagt ein Range-Markt, den wir aktuell erleben und da kann man sich schwerlich wirklich klar positionieren. Rein saisonal sieht es gut aus. Sollte es dann hier über 1,13 gehen, können wir nochmal eine Attacke in Richtung 1,1450 sehen. Das hier das entscheidende Widerstandslevel, um es mal konkret zu machen. Wenn die Bullen jetzt hier wirklich dranbleiben sollten, zeige Ihnen auch den Seasonal Chart. Das sieht wie gesagt so gesehen ganz toll aus hier im September. Würde halt, wenn wir jetzt hier uns wirklich weiter abheben können vom Level 1,1150 hier in Richtung 1,13, dann oberhalb von 1,13, 1,1450 und dann kommt es darauf an, was passiert, ob die Bullen hier wirklich die Schlagkraft haben, zurückzukommen. Geht's, und das gilt es zu beachten, hier auf ein neues Mehrwochentief unter 1,10 zurück. Dann sehen Sie auch hier diese Trendlinie. Muss ich mich mal rausscrollen, hier seit dem Dezember-Tief. Hier auch schon zwei Auflagepunkte. So, jetzt sind wir wieder da. Da könnte es gefährlich werden, wenn wir hier nochmal die 1,10 bzw. hier das Level von 1,11 und dann dem folgend 1,10 unterschreiten, muss man damit rechnen, dass Euro-US-Dollar dann hier doch nochmal stärker den Weg gen Süden einschlägt. Das wäre der Alternativplan, falls es neue Mehrwochentiefs gibt, die 1,11 gebrochen wird, die 1,10, dann gehe ich davon aus, dass der Markt hier doch weiter nach unten kippt und dann hilft auch wohl die Saisonalität nicht gar so viel. Aber wir wollen es mal im Hinterkopf halten, der Move heute ist definitiv dollarbärisch, Euro-US-Dollar hier mit ein Stück weit spiky nach oben, hier schon mit über 106 Pips jetzt aktuell. Mal sehen, wie die Tageskerze enden wird, auf jeden Fall ein großes Gerät, verspricht viel, aber ob es so bleibt, großes Fragezeichen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer, wenn Sie mögen, morgen geht es weiter, JFT-Devisenradar in der Früh, schauen wir sicherlich, wenn der Euro-US-Dollar sich ja nochmal weiter behauptet, vielleicht auf diesen, oder aber wir covern wieder ein interessantes Paar wie heute Morgen British Pfund US-Dollar. Und ansonsten natürlich auf dem JFD-Desktop hier ganz klar Jens Glatt, 10:30 Uhr für Sie und alles weitere erfahren Sie immer in dem Stream. So, dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tagesausklang, viel Sonne, wenn möglich, und auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.